Lüge ist Teufelsterror. Johannes 8, Vers 44. Wer weiß, was da steht? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Komm, das lesen wir zusammen, weil das müssen wir wirklich wissen. Das müssten wir eigentlich alle genau auswendig kennen. Nachmittags die Session, wenn man hat gesagt, er würde nachmittags nicht predigen. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er trotz Verdauung immer noch genug Blut in euren Kopf schickt, dass wir alles gut aufnehmen können. Halleluja. Weißt du, was ist? Johannes 8, 44. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, sagt Jesus. Zu wem? Zu den Pharisäern. Zu den religiösen Leitern, zu den Schriftgelehrten. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Ha! Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Und das an die religiösen Leute. Das an die geistlichen Leiter seiner Zeit. Brutal, oder? Heavy. Jener, also der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an. Menschenmörder. Das läuft dir alles Mögliche durch den Kopf jetzt, ne? Angefangen mal bei Abtreibung. Abtreibung ist Menschenmord. Und was heutzutage so alles läuft auf der Welt. Rufmord haben wir ja auch schon. Also der Teufel tut sein Bestes, uns irgendwie dazu zu bringen, seinen Willen zu tun. Inklusive Menschenmord. In Indien muss ich einfach immer wieder heiße Eisen in den Mund nehmen. In den haben es geschafft, wirklich die Jugend auch in der Gemeinde zu behalten und so weiter. Aber jetzt ist Internet gekommen nach Indien. Jetzt sind die Handys gekommen in den letzten 8 Jahren vielleicht so etwa. Indien hat ja ganz weit aufgemacht, 10, 15, ich weiß nicht genau wie lang, für den ganzen globalen Handel und so weiter. Ne? Und die Leute können damit nicht umgehen. Schlimmer als hier. Weil plötzlich hat man alles an den Fingerspitzen. Ne? Jeden Tag kriegen wir da alle möglichen SMS. Klick hier. Sexy Jokes. Hot Babes. Ich werde so wütend jedes Mal. Die versuchen, die jungen Leute mit Pornos und mit allem möglichen Schrott gefangen zu nehmen. Ein Klick aufs Handy. Und die sind neugierig. Weißt du, wie es in Indien früher gelaufen ist? Das Heiligste war, wir haben nach der Eheschließung das erste Wort miteinander gewechselt. Die Eltern suchen den Ehepartner aus. Wenn es fortschrittlichere Eltern sind, dann zeigen sie dem Kind immerhin die Bewerbung. Wirklich, Proposal heißt es. Ne? Du kriegst einen Heiratsvorschlag. Und dann wird gecheckt, was die Person für eine Ausbildung hat. Dann wird gecheckt, wie groß, wie hellhäutig, was für einen Job die Person hat. Auch wo sie gerade lebt, wie viel Geld zu erwarten ist und aus welcher Familie und so wird alles durchgecheckt. Dann häufig auch noch Sternzeichen dazu, dann geht man damit zu irgendwelchen Astrologen, um zu gucken, ob das zusammenpasst. Wild. Dann geht es natürlich auch noch um die Kasten. Also Indien ist wirklich ganz und gar der andere Planet. Ja, so war das früher, dass es wirklich von den Eltern ausgesucht wurde. Und heute hat jeder sein Handy in der Hand. Und heute kann jeder chatten. Und heute verstecken die jungen Mädchen ihre Handys irgendwo so da. Und wenn die Eltern den Mädchen ein Handy abnehmen, dann haben wir das mehrfach erlebt, dass die Schulfreundinnen dann halt irgendwie mit einem jungen Kerl da Kontakt haben, der halt das Mädchen da haben will. Und dann kauft der ein Handy und die Schulfreundinnen geben dem Mädchen das Handy, damit sie da weiter in Kontakt bleiben können. Ich habe ein Buch geschrieben für Jugend, aber ist für uns alle, schnappt's euch. Das, wo der Hund mich so schön küsst, ne? Das Liebe, das Leben. Da geht es um all diese heißen Themen. Eins davon eben Abtreibung, weil diese Schulfreundinnen, die dem Mädchen dann so nett ein Handy in die Hand gegeben haben, sind Mittäter, sind Mitmörder. Weil es ist dann so weit gegangen, dass das Mädchen halt sich in den verliebt hat, nachdem der ständig da ihr Liebesbriefe geschickt hat. Sind sie miteinander ins Bett gegangen und huch, ich bin schwanger, das darf keiner wissen, dann heiratet mich ja keiner mehr. Abtreibung. Die Mädchen, die das Handy weitergeleitet haben, sind mitschuldig. Der Teufel war der Menschenmörder von Anfang an. Und ich nehme solche Themen in den Mund und habe dann auch über Abtreibung gesprochen, zeige die Videos. Das ist sehr vieles davon ist einfach noch unbekannt dort. Ne? Hier wissen wir es und tun es trotzdem. Dort ist so vieles unbekannt. Und dort ist es wirklich so, wenn ein Mädchen keine Jungfrau ist, hat sie eigentlich keine Chance, noch geheiratet zu werden. Das ist noch dort so. Oder eine junge Witwe, vor allem wenn ein kleines Kind da ist oder so, keine Chance.
Die Männer, die dürfen, aber die Frauen müssen unberührt sein. Ne? War ja früher auch mal so. Ne? Aber der Teufel, dieser Menschenmörder, versucht auf alle Arten und Weisen Blutopfer zu bekommen. Ja. Ne? Ja. Tierblut, wissen wir ja, die ganzen Satanisten, vielen anderen Religionen und so weiter auch, arbeiten mit Tierblut. Die bringen ihre Tieropfer. Die Dämonen mögen keine Blut. Das gibt ihnen besondere Kraft. Und das Beste ist Menschenopfer. Und das versucht er zu tun. Jetzt in Indien habe ich das dann immer wieder gelehrt und die sind vollkommen schockiert. Weil in Indien sogar in den Gemeinden, sogar viele Pastoren, oh, wir hatten einen Fall gerade, eine Pastorentochter ist schwanger geworden. Die Eltern, die Pastoren, haben das Mädchen zur Abtreibung gezwungen. Hinterher hat sie dann doch den gleichen Mann heiraten dürfen. Aber erstmal musste dieses Kind abgetrieben werden, um gut dazustehen. Und die Statistiken zeigen dann einfach, wie oft dann Unfruchtbarkeit kommt oder das nächste Kind mit irgendwelchen Defekten geboren wird und so. Der Teufel ist ein Menschenmörder. Und vor allem, was reinkommt, ist Zorn, Hass, ein Mordgeist. Wenn der Teufel könnte, würde er uns dafür umbringen. Preist dem Herrn, bei Christen, das Blut Jesu ist über uns. Aber trotzdem, eine Pastorin, eine Freundin von mir, da ist das eben nicht sie selber. Fröhlich, wunderbar, gewaltig, verheiratet, ab und zu mal ein bisschen Streit. Dann hat ihren Mann geschlagen, den Pastor. Hat ihren Mann geschlagen, der Mann ist Pastor. Hinterher auf den Knien, bitte vergib mir, ich wollte das doch nicht, ich wollte das. Zorn, den sie nicht beherrschen konnte, hat sie vorher nie gekannt. Und dann hat sie gehört über das Flüchebrechen. Und dann hat der Heilige Geist sie daran erinnert, wie sie ganz klein war, haben ihre Eltern ihrem irgendwann mal darüber geredet, dass ihr Großvater im Suff jemanden ermordet hat. Und dann kam dieser Mordgeist, dieses Blutvergießen über die Generationen. Im 2. Mose, Vers 20, Kapitel 20, Vers 5, kannst du es lesen, dass die Schuld der Eltern dritte und vierte Generation heimgesucht wird. Die Schuld der Eltern. Der Segen Gottes über 1000 Generationen. Aber die Flüche, die gelten halt in spezifischen Bereichen. Ne? Die Schuld der Eltern, die wird dann wirklich heimgesucht an die nächsten Generationen. 5. Mose 23 kannst du lesen, dass einige Flüche sogar über 10 Generationen gehen können. Ihr Großvater hat jemand ermordet. Ich konnte das nicht fassen, dass dieses Mädchen zornig werden kann. Ich kannte die nur strahlend fröhlich. Große Evangelistin. Was, die schlägt ihren Mann? Was, die wird wütend? Gibt es doch nicht. Und die ist zu ihrem Pastor gegangen, ist zum Apostel gegangen von dem ganzen Dienst, hat gebetet, gefastet und jedes Mal wieder, ne? Jedes Mal kam der Zorn wieder. Ist es nicht losgeworden. Bis der Heilige Geist sie daran erinnert hat. Und dann hat sie die Sünde von dem Großvater bekennen können, hat dafür stellvertretend noch, der war natürlich lange tot, trotzdem noch um Vergebung gebeten, hat es ans Licht gebracht, hat diese Einladung an diesen Mordgeist zerrissen, hat den Mordgeist rausgeschmissen und war frei. Amen. Kein Beten hat geholfen, kein Fasten hat geholfen, keine Handauflegung vom Pastor hat geholfen. Es kam immer wieder hoch. Und das ist Flüchebrechen. Flüchebrechen ist für die, die es wirklich ernst und aufrichtig meinen. Flüchebrechen ist für Christen, die im Sieg leben möchten. Halleluja. Flüchebrechen ist nicht für faule Leute. Ja, ja, brich mir mal einen Fluch und morgen sündige ich weiter. Lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Weißt du, was Jesus sagt? Wenn wir einen austreiben und das Haus dann aber leer lassen, ne? Das Haus nicht füllen mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes. Weißt du, was der eine macht, der ausgetrieben ist? Der geht durch die dürren Orte und er sucht Ruhe und er findet keine Ruhe. Und dann denkt er sich, naja, vielleicht bin ich ja noch willkommen in meinem Haus, aus dem ich gerade rausgeschmissen wurde. Das Haus bist du, ne? Vielleicht bin ich ja dann noch willkommen. Und dann findet er das Haus wunderschön leer gekehrt, richtig schön deutsch vorbereitet, aber halt nicht gefüllt. Nicht gefüllt mit Heiligem Geist, nicht gefüllt mit Wort Gottes. Und was tut er? Er geht, er nimmt 7 Schlimmere als er selbst. 7 Schlimmere als er selbst. Und mit denen zusammen als Bodyguards, ne, zieht er wieder ein. Nach dem Motto, wenn du nochmal versuchst, mich rauszuschmeißen, jetzt sind wir zu 8. Und es wird mit diesen Menschen schlimmer sein, als es vorher war. Also Flüche brechen ist nicht ohne, ja?
Flüche brechen ist die Freisetzung für Christen, die es aufrichtig meinen. Für die, die echt im Sieg leben wollen und auch bereit sind, im Bibellesen, im Gebet zu bleiben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Auch die Wahrheit über Flüche. Auch die Wahrheit, wie das läuft mit den Dämonen, wie die immer wieder wiederkommen können. Wenn du das Flüchebrechen korrekt machst, kann das Ding nicht mehr zurückkommen. Es ist so etwas von genial. Halleluja. Meine Freundin hat es getan. Nichts hat vorher geholfen und da war sie frei. Ich habe viele solche Zeugnisse. Ich habe Zeugnisse, wo Leute, eine in Indien, in Südindien, eine Ärztin und ihr Mann ist Tierarzt und sie hat organisiert große Evangelisationen für ganz bekannte Gottesdiener, hat sie alles organisiert. Die hat die besten Leute in ihrem Haus gehabt. War super, aber hat ständig Migräne gehabt. Einen Sohn haben sie gehabt und dann mehrere Kinder hat sie verloren. Und die Migräne war oft so schlimm, dass sie sich erbrechen musste. Und finanziell, die sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Zwei Ärzte und haben kein Geld gekriegt. Und dann haben sie mich gebeten, für die zu beten. Aber ich habe gesagt, weißt du, nur für dich zu beten wird nicht viel bringen. Da ist irgendwas. Bitte hör dir die Lehre an und wir zerbrechen diese Einladung und dann schmeißen wir die Sache raus. Und habe ich sie da durchgehen lassen, habe sie das Buch lesen lassen und habe dann mit ihr noch keine 5 Minuten gebetet. Habe ihr halt erklärt, wie sie das Gebet sprechen kann und dann noch kurz für sie gebetet. Und dann bin ich gegangen. Schon am Ende des Gebets sah die ganz anders aus, hat ganz gestrahlt. Ein paar Monate später habe ich angerufen und dann sagt der Sohn, ach Schwester, das ist aber schön, dass du dich meldest. Ja, uns geht's gut. Ja, wir haben umziehen können. Wir haben jetzt ein schönes eigenes Haus. Damals hatten sie nur eine ganz hässliche alte gemietete Wohnung. Wir konnten jetzt umziehen in ein schönes neues Haus, unseres. Und ein Auto konnten wir uns jetzt auch kaufen. Und ich habe auch die Zulassung bekommen, dass ich Medizin studieren kann. Und blablabla, ne? Und ich so, aha, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie geht's deiner Mutter? Wie schaut es denn aus mit der Migräne? Na, Schwester, nachdem du gebetet hast, hat sie nie mehr Probleme gehabt. Yeah, Halleluja. Halleluja. Das ist nicht mein powervolles Gebet. Das sind einfach die geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Weißt du, die besten Leute aus Indien, die besten Leute aus Amerika, die besten Leute haben für sie gebetet, aber das Zeug ist immer wieder zurückgekommen. Warum? Weil es ein legales Anrecht hatte. Weil es eine Einladung hatte. Was war die Einladung in ihrem Fall? Sie hat mir erzählt, was bei ihr los war, bevor ich für sie gebetet habe. Ihr Vater war ein sehr reicher Großgrundbesitzer. Der hat manchmal den Arbeitern ihren Lohn nicht rechtzeitig bezahlt. Und dann hat der Teufel los, er hat gestohlen und damit konnte ein Geist von Diebstahl reinkommen und konnte denen das ganze Geld stehlen. 2 Superverdiener, nur ein Kind, die sollten eigentlich reich sein in Indien, alles Geld durch die Hände geflossen. Ja? Für uns heißt das, ne? Indien ist ja kein christliches Fundament. Wir haben hier eigentlich ein christliches Fundament. Wir wissen hier eigentlich, dass wir den Zehnten geben sollten. Amen. Weißt du, was dein Zehnter ist? Dein Zehnter ist deine Unabhängigkeitserklärung vom Geldsystem dieser Welt, vom Finanzsystem. Das ist der Zehnte. Das ist der Zehnte. Es ist nicht so, dass Gott dein Geld im Himmel braucht. Ist noch nicht mal so, dass Gott jetzt unbedingt durch deinen Zehnten hier sein Reich finanzieren muss. Kann er auch anders machen, kein Problem. Erleben wir ständig. Halleluja. Aber weißt du, er möchte dich segnen. Er möchte dich rausholen aus dem Finanzsystem dieser Welt. Dein Zehnter ist die Unabhängigkeitserklärung ans Finanzsystem dieser Welt. Und dann Zehnte und Opfer. Also was über den Zehnten rausgeht, die Opfer, die du dann auch bringst, das ist das, was dich segnet. Also der Zehnte ist das absolute Minimum. Wir als Deutsche, wir als christliches Land sollten dieses Fundament haben. Höchstwahrscheinlich haben es unsere Vorfahren nicht getan. Auch dafür müssen wir Buße tun. Dass die Vorfahren nicht Gott geehrt haben, auch mit den Erstlingsfrüchten. Ne? Dass das nicht getan worden ist, was in Gottes Wort steht, um uns zu segnen. Alles, was in Gottes Wort steht, steht da drin, damit er uns segnen kann. Hallo? Es ist nicht, weil er was von uns braucht. Er will uns segnen können. Er will uns segnen dürfen. Und das ist das, was er als erstes braucht dazu.
Halleluja. Also das war bei ihr der Punkt, dass ihr Vater eben die Gehälter nicht richtig bezahlt hat. Und der zweite Punkt, der Vater hat zwei von seinen Arbeitern umgebracht. Und deshalb hat sie so viele Abgänge gehabt. Da ist ein Mordgeist reingekommen, der dann die nächsten Generationen auch weiter besuchen konnte. Deshalb die Migräne, diese schlimme. Wenn der Teufel gekonnt hätte, wenn die kein Gotteskind gewesen wäre, hätte der Teufel die auch umgebracht. Weißt du, die geistlichen Gesetzmäßigkeiten sind sowas von real. Wir fragen uns, was ist los? Warum kriegt der das und das? Guck mal auch in die Familienlinie. Ich habe Fälle gehabt, wilde Sachen. Eine Schwester, oh Mann, da muss ich eine Woche verbringen. Ich habe das Haus von draußen gesehen. Jesus, hier soll ich eine Woche leben, hilf mir. Du hast richtig die Dämonen zu den Fenstern rausschauen sehen. Ha, dann habe ich da die war Gebetsleiterin in der Gemeinde. Und die hat auch Hauskreise in ihrer Gemeinde, in ihrem Haus gehabt. Schön, ne? Und du siehst die Dämonen zu den Fenstern rausschauen. Richtig eine Spannung in dem Haus, eine Depression, furchtbar. Naja, ich habe ein Zimmer bekommen und da habe ich dann, okay, jetzt machen wir mir hier mal klare Sache, okay, dieses eine Zimmer hier ist mir für diese Woche gegeben worden. Teufel, du hast dir kein Recht, das ist mir gegeben worden. Im Rest des Hauses weiß ich, da hast du irgendein Recht zu herrschen, warum weiß ich noch nicht, aber dieses Zimmer hier lässt du mich in Ruhe, Blutlinie, keine Chance. Amen? Weißt du, weil ich habe natürlich nicht die Autorität über deren Haus. Die müsste sie mir entweder übertragen, müsste mich darum bitten, oder sie selber sollte die Autorität ergreifen. Aber für den Bereich, den sie mir gegeben hat, auf den kann ich Autorität ergreifen, Herrschaft ausüben. Also in meinem Zimmer war es friedlich, im Rest des Hauses, ha. Ne? Am Sonntag habe ich gelehrt und habe so gerade auch über Flüche gesprochen und habe ihr gesagt, eben gelehrt, jede Abtreibung ist ein Blutopfer an Satan. So sieht es der Teufel. Wir können alle möglichen Gründe haben. Wir sehen mit unseren natürlichen Augen und Gedanken alles Mögliche. Aber der Teufel sieht ein Menschenopfer. Der Teufel sieht, ich bin der Menschenmörder. Die sind auf meine Seite gekommen. Die wollen mit mir zusammenleben. Er war ein Menschenmörder von Anfang an. Abtreibung bringt dich voll ins Terrain des Teufels. Als Nation überlegt immer, was wir alles getan haben. Und dann fragen wir uns, warum der Teufel an unsere Gesundheit ran kann, warum alle möglichen Krankheiten kommen können, wie und warum Fehlgeburten passieren können. Das ist einer der Hauptpunkte. Wenn ich in Indien darüber spreche, weinen Männer und Frauen. Weil ich sage dann auch, wisst ihr Männer, sind nicht nur die Frauen dran schuld. Wie viele Brüder haben ihre Schwestern gezwungen? Wie viele Väter haben ihre Töchter gezwungen? Natürlich die Jungs, die sie schwanger gemacht haben, das ist ja klar, ne? Aber auch die anderen, die es mitgewusst haben und mitgearbeitet haben, bringen einen Fluch auf sich, einen Mordfluch. Ein Fluch von Blutvergießen. Und es sind Dinge, über die wir Buße tun müssen. Es sind Dinge, wo wir sagen müssen, Jesus, vergib uns, wir haben gesündigt. Teufel, wir zerreißen diese Einladung für einen Mordgeist, zum Menschenmörder, die wir dir damals gegeben haben. Halleluja. Und wir haben das tun können bei der Frau. Die war zu alt, noch weitere Kinder zu haben. Aber preis dem Herrn, davon ist sie freigesetzt worden, mit den Kopfschmerzen und allem drum und dran. Die war dann vollkommen frei. Halleluja. Wir haben als Nation so viel Schuld auf uns geladen. So viel Schuld. Wenn du jetzt auch mal Amerika, ja, weißt du, es ist nicht nur Drittes Reich. Es ist jede Abtreibung. Es ist ein Menschenmord. Als ich darüber gelehrt habe, in diesem Haus da, kam die Schwester hinterher zu mir am Abendessenstisch in ihrem Haus und hat so geweint, hat gesagt, Schwester, ich habe das nie gewusst. Wir hatten drei Kinder und dann bin ich zum vierten Mal schwanger geworden. Und mein Mann und ich, wir haben gedacht, wir haben nicht genug Geld für ein viertes Kind. Und sie hat da im Haus Gift genommen und das Baby ist tot geboren worden in der Toilette. Und das haben sie nie irgendjemandem gesagt. Der Mann war schon lange gestorben. Das hat niemand auf der Welt gewusst. Aber weißt du, was geschehen ist? Der dritte Sohn hatte geheiratet. Diese arme Frau, 7 Jahre verheiratet, 12 Fehlgeburten. Die Schwiegertochter, 12 Fehlgeburten. Und sie hat so geweint, diese Schwiegermutter hat gesagt, ich habe das nicht gewusst. Und sie hat es vor mir bekannt. Wir haben diese Einladung gebrochen,
haben die Dämonen rausgeschmissen aus der ganzen Familie. Und im Jahr drauf hatte diese Schwiegertochter einen wunderschönen Sohn. Amen. Halleluja. Weißt du, diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die laufen einfach. Es ist wie das Gesetz der Schwerkraft, die sind von Gott eingesetzt. Mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Und wir wissen es nicht und wir stimmen zu. Und jetzt freuen sie sich gerade ganz groß in Amerika, dass es wieder diese, ach, was weiß ich, Abtreibung noch im wievielten Monat noch erlaubt wird und so. Fürchterlich. Und dann wundert man sich, warum Amerika in die Richtung geht. Ständig, jeden Tag siehst du irgendwelche Plagen. Jeden Tag irgendwelche Katastrophen. Notstand hier, Notstand da, Notstand dort. Warum? Weil Gott ständig ins Gesicht geschlagen wird. Weil dem Teufel ständig wissentlich die Tür aufgemacht wird. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, wie ernst das ist. Wir erleben viele Befreiungen in Indien dann, wenn ich über Abtreibung spreche. Einmal habe ich über Abtreibung gesprochen. Kam hinterher rauf auf mein Zimmer und hatte da so süße Hasenbabys. Und die hatte ich in einer Schuhschachtel oder so und ein bisschen höher gestellt, weil da eine andere Häsin war. Und das waren nicht ihre Kinder, das waren andere Kinder. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob die wohl mit denen einverstanden ist. Und dann hatte die irgendwie eins von den Babys erwischt und hat das bei lebendigem Leib fast gefressen. Die hat ihm die Leber rausgefressen. Und das Baby, die Augen, du hast schon wirklich Ewigkeit in den Augen gesehen. Ganz komisch sahen die Augen aus. Ne? Alles, mein ganzes Zimmer voller Blut. Ein andermal habe ich gelehrt über Abtreibung. Komme aus meinem Zimmer raus und schön mit Sari und stolpere fast über einen Hund, einen von unseren Hunden. Der ist so fürchterlich zusammengebissen worden, eine riesen Blutlache um ihn rum. Und dann kam er zur Mami, ne? Mami, soll mir helfen, und lag da auf der Matte vor meiner Tür. Der Feind versucht es dann wieder, weißt du, wenn du so Sachen ansprichst und angehst, bis du dann den Sieg darüber errungen hast in der geistlichen Welt, wirst du ein paar Angriffe kriegen. Das ist ein Wunder, unser Hund hat überlebt, jeder hat gesagt, das ist ein Wunder. Der Tierarzt hat gesagt, also mit dem Blutverlust, wie haben sie das geschafft? Und ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, dem was zu trinken zu geben, dem armen Kerl. Er lag da und ich bin runtergerannt zum Predigen. Halleluja, aber der Herr hat auf ihn aufgepasst. Der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang an. Du kannst dir überlegen, auf welche Art du oder deine Vorfahren in irgendeine Art von Menschenmord verwickelt waren. Vorhin habe ich gesagt, sogar der Rufmord. Ja, das ist eine Art von Menschenmord. Jesus vergibt. Ja? Jesus hat sein Blut gegeben, was stärker ist als jegliche Art von Blutopfer. Ich will dich jetzt hier nicht verdammen. Vielleicht hast du es unwissentlich getan. Saulus hat unwissentlich Christen gefangen genommen, versucht abzuschlachten und so weiter und wurde zu Paulus. Amen? Also es gibt Vergebung, das ist nicht das Problem. Aber in der geistlichen Welt musst du die Sachen regeln. Du musst das in Ordnung bringen. Solange du das nicht tust, hat der Teufel dieses Anrecht von Blutvergießen und von Menschenmord auf deinem Leben. Die Leute, die du freisetzen möchtest, ich sag euch, brutale Sachen laufen da. Du meine Güte. Ich habe gehört von einer Familie, die da eben geflüchtet ist. Und die Frau, die hatten schon mehrere Kinder, und die Frau ist auf der Flucht überfallen worden und geschwängert worden. Jetzt wollte die natürlich abtreiben. Preis dem Herrn, eine Gemeinde, hat mit ihr gearbeitet, Halleluja. Und sie hat dann das Kind auch zur Welt gebracht und gleich zur Adoption freigegeben. Aber ihr Mann durfte nicht erfahren, dass sie vergewaltigt worden war. Der hätte sie gar nicht mehr angenommen. Wir haben jetzt Leute mit so tiefen Traumata. Wir haben 1,5 Millionen. Deshalb erlebt ihr im Moment Gegenwind, ne? Angriffe und die geistliche Atmosphäre hat sich sehr geändert. Ich bin diesmal in Deutschland gequält worden wie noch nie zuvor, einfach in der geistlichen Atmosphäre. Dass uns Straßen geblockt werden und dass einfach alles nicht funktioniert und dass man ständig nur genervt wird und ständig nur gestresst ist. Kenne ich nicht aus Deutschland, kenne ich aus Indien. Kenne ich von daher, wo viele Mächte herrschen dürfen. Aber wir müssen jetzt wissen, wie wir den Leuten helfen. Wie wir die Leute freisetzen von solchen Traumata. Und weißt du, Abtreibung ist eine Sache, die ganz, ganz häufig dort geschieht. Die verhüten ja nicht, ne? Die Frauen werden ja als Gebärmaschinen genommen und irgendwann reicht es denen und die gehen dann zu irgendeinem Quacksalber und lassen sich das halt wegmachen. In Indien heißt es ausradieren. Ausradieren. Delete. Ein Delete-Button, ne? Der entfernen.
auf eine Taste drückst, ist es entfernt. Solche Ausdrücke werden da gebraucht. Mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis, weil die Pastoren selber gar nicht wissen, was das für ein Teufelswerk ist. Menschenmord. Der Teufel war der Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wie schaut es aus mit unserer Zunge? Haben wir unsere Zunge wirklich Wahrheit reden lassen? Oder erlauben wir unserer Zunge, Lüge zu reden? Gibt es ein paar ganz knallharte Worte über Lüge, die wollte ich euch jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber gerade hier hat es mir der Herr gesagt, ich soll euch doch noch sagen. Geht doch mal mit in die Offenbarung 21, Vers 8. Offenbarung 21, Vers 8. Also Matthäus 12 kennt ihr ja hoffentlich, ne? Dass wir gerichtet werden für jedes Wort, was aus unserem Mund kommt. Wisst ihr, ne? Aus dem Herzen, aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Wir werden gerichtet oder gerechtfertigt, je nach unseren Worten. Hat Jesus gesagt. Und falls wir das nicht glauben und falls wir sagen, naja, wir leben heute in der Gnadenzeit, haben wir hier in der Offenbarung auch nochmal, ganz am Ende der Bibel, ja, absolut Neutestament, Offenbarung. Da heißt es, ja, da geht es um die Dürstenden, die kommen können zur Quelle des Wassers des Lebens und können Wasser umsonst bekommen. Und wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber, Vers 8, die Feigen. Die Feigen sind keine Früchtchen, Früchte, das sind Früchtchen, ja? Die Feigen, die U-Boot-Christen, na? Die Feigen, die U-Boot-Christen, die sich nicht trauen, Jesus zu bekennen da draußen? Weißt du, was die Bibel darüber sagt? Wenn wir Jesus nicht vor den Menschen bekennen, dann wird er uns nicht bekennen vor seinem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln. Ich möchte sehr gern von Jesus bekannt werden, vor dem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Amen. Amen. Deshalb habe ich beschlossen, mich zu outen. Ich habe mich geoutet. Ich poste viele Dinge auf Facebook, die ich eigentlich nicht dürfte. Ich habe mich geoutet. Ich habe klargemacht, auf welcher Seite ich stehe. Hallo? Ich habe mich geoutet, weil ich möchte, dass Jesus mich bekennt. Vor dem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln. Deshalb werde ich hier mit jedem Atemzug bekennen, dass ich zu Jesus gehöre. Amen. Ich hoffe, du hast die Entscheidung auch getroffen. Weißt du, einige versuchen immer noch, naja, so als Christ, ne? Mann, habe ich das gerade erlebt? Oh, wer hat mir das gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, genau. Es war in Österreich ein Marsch für Jesus. Und da sind viele Geschwister nicht hingegangen, weil sie Angst gehabt haben, dass sie dann etwa im Fernsehen gesehen werden könnten, dass sie als Christ bei dem Marsch für Jesus mit dabei sind. Ist das nicht schrecklich? Ich denke, die kennen ihre Bibel nicht. Denn ich diene dem Geist, so wie es einfach kann.